Und da bin ich auch wieder. Ich wollte ja sowieso jetzt in den Bildschirm ran, also. Okay, also. Nochmal, wo war? Hier, Vella. So heißt das schwarze Loch, wo wir rein müssen. Und interessanterweise haben wir dieses schwarze Loch, den Eingang der Aliens, in ihrem des Universums, nochmal von vorne. Und durch Zufall haben wir den Eingang in das Universum der Aliens gefunden. Schon eigentlich bevor die Nachricht abgespielt worden ist. Wie gesagt, das schwarze Loch hätte eigentlich erst mit Eintrudeln der Nachricht freigeschaltet werden müssen. Deswegen war ich erstaunt. Und dass es sogar gleich das Richtige ist. Damals, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich das erstmal eine Weile suchen müssen. Weil es gibt 4 schwarze Löcher, wie wir erfahren haben. Einmal hier oben irgendwo. Dann gibt hier ein schwarzes Loch. Und auf der Ecke. Ja, und genau, die Mission ist zweiteilig aufgebaut. So, ich zeige euch mal eben noch was. Wenn ihr Einsatz starten macht, dann gibt's die MacArthur wird angefordert. Das heißt dann, wir sind bereit, wir möchten in das schwarze Loch die letzte Mission machen. Dann kommt die MacArthur. Und was auch ist, wenn wir was starten, dann haben wir auch dieses neue Zielfeld, die MacArthur wird angefordert. So, und die letzte, der Endkampf ist zweiteilig, wie die Endmission bei UFO, Cydonia. Erster Teil spielt vor dem schwarzen Loch. Dort müssen wir alles aus dem Weg räumen, was sich uns in den Weg stellt, um der MacArthur den ungehinderten Durchlass zu ermöglichen. Und der letzte Endkampf befindet sich in dem Alien-Universum. Dort müssen wir die Doomsday-Maschine vernichten mit der Nova-Bombe. Also, was wir jetzt machen müssen. So, wir müssen jetzt unsere besten Männer raussuchen, die besten Raumschiffe zusammenstellen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wie das funktioniert. Muss ich jetzt den MacArthur anrufen? Ich glaube, dann kommt die und dann kann man, glaube ich, die Schiffe auswählen, die dahin sollen. Ja. So, mal gucken, welche Raumschiffe kommen jetzt. Primator-Raketen. Da müssen wir gleich mal ein bisschen Rückkehr zur Primator. Sensorsonden werden geliefert. Ja, da müssen wir uns jetzt mal auf den Endkampf vorbereiten. Gucken, was haben wir alles auf Star Wars One? Und wir brauchen mindestens einen Super Avenger. Der die Bombe trägt. Also, damit fällt dann schon Testplattform, also klar, der Spieler muss die Nova-Bombe reinbringen. Damit werde ich dieses Schiff umbenennen in Enola Gay. Anlehnung an das Flugzeug, das die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen hat. Achso, ich hab im Moment falsch geschrieben, da ist ein Y so viel. Zack. So, und die Nova-Bombe wird hier befestigt. So, wir bestellen jetzt einmal die Nova-Bombe. Gucken, wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Nova-Bombe? Da ist sie. Das ist die Nova-Bombe. Kostet 750.000. Können wir nicht. Wir müssen erstmal anbauen. Oder verkaufen. Also, was brauchen wir alles? Das wird jetzt die Endmission werden: Sektoiden raus, Illyrium-Lancher raus, Plasma-Impulskanone raus, Spürkanone raus. Psi-Blaster brauchen wir nicht. Traktorstrahl weg, Raketenlauncher, Tarntorpedo. Ich muss mal gucken, dass ich die alle verbaue.
Da schmeiße ich mal 30 raus. Tarnvorrichtung brauchen wir nicht. Vektor-Kontrollraketen. Sidestep. Ach genau, die Lancia wollte ich auch noch verbauen. Tanzdermal, Panzerung, Tachyone, Pulswaffe. Brauchen wir nicht mehr. Psylords raus. Aerion raus. Oberflächenfusionstorpedos, Parallax-Torpedos, Schiffschadenkontrollcomputer, da wollte ich auch noch was machen. Graviton, Impulsantrieb, tanzthermale Schilde, Akkumulatorschilde, zwei Stück, die können wir aber nicht benutzen, das ist komische. Da müssen wir auch gleich gucken. Mayofner, Enola G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir schon hier. Gut, dann müssen wir ein paar Raumschiffe verschieben. Die Wehofner, die wird nicht mitfliegen. Und die Lightnings, die werden alle nicht mitfliegen. Die werden auf anderen Basen hin verschoben. Aber die Piloten werde ich davon runternehmen. Und hier kommen Super Avenger hin. So. Nein, ich wollte eigentlich was anderes haben. Die Wehofner. Die wird. Und jetzt müssen wir auch noch gucken. Genau, Piloten, die werde ich dann alle zu Starbase One hin versetzen, die guten, die wir brauchen. Die Wehofner wird erstmal versetzt, weil. Na, da kann die Eva eigentlich mitfliegen, denke ich mal. Also, was ich jetzt machen werde, alle Avenger zu Starbase One schicken und alle Lightnings auf andere Sternbasen setzen. Wie viele Raumschiffe haben die hier? Firestars. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5. 5. Da wir alles hier gebaut haben, alle Hangar, sollten noch 4 Lightnings hier hinpassen. Gut, Starbase One wird verschickt. Lightning, Lightning. Lightning, Lightning. Wehofner wird auch versetzt. Das Schiff wird den Endkampf nicht mitmachen. Ja. Wird zur Vergeltung werden die verschickt? Nicht genügend Hangarraum? Wartet mal eben. 2. Stimmt, das waren mehr als 4, ne? Ja. So, die werden verschickt. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt werden alle Super Avenger nach Starbase One versendet. Die Wehofner wird auch versendet. Die geht nach Alien Killer. Gucken, New Hope hat nur Lightnings. Super Avenger, 2 Stück. Werden erstmal nach Starbase One verlegt. So. Dann warten wir erstmal ein bisschen was ab. Ach genau, wir müssen die Nova-Bombe noch bauen. Gucken, ob wir jetzt genügend Platz im Frachtraum haben für die Nova-Bombe. Nova-Bomben-Launcher können wir bauen. Nein, können wir noch nicht bauen. Gut, dann müssen wir anbauen. Nein, kein Personal, aber ein Frachtmodul, wenn es geht, bitte. Wie viele Tage müssen wir jetzt warten? Okay, 10 Tage.
denke, kann man verschmerzen. So, aus Kampf mache ich jetzt mal Endkampf. Okay. Und das ist der Hyperantrieb oder wie Dimensionssprungantrieb, so rum. Bis jetzt stellte die Fähigkeit der Aliens, in schwarze Löcher einzudringen und wieder herauszukommen, ein völliges Rätsel dar. Wir wissen nun, dass die durch den Einsatz des Dimensionssprungantriebes ermöglicht wird. Das System kann anscheinend ein örtlich begrenztes Feld erzeugen, das eine temporäre Einstein-Rosen-Brücke zwischen einem schwarzen Loch in unserem Universum und einem ähnlichen Phänomen in einem Paralleluniversum schafft. Solange der Antrieb läuft, ist das Schiff, das Dimensionssprungfeld erzeugt, in der Lage, die Brücke zu überqueren und zur anderen Seite zu gelangen, ohne von der Gezeiten und Schwerkraft des schwarzen Lochs beeinträchtigt zu